Die mache ich dann auch gerne solide. Bin jetzt nicht wirklich so der das Genie, wenn es darum geht, in Minecraft schöne künstliche Landschaften zu bauen. Also mit Beton liegt in dem Fall jetzt wirklich auch schön. Weil ich da eher so ein bisschen spezielle Form von schön habe. Ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht leiden, wenn groß angelegte Bauten, wie zum Beispiel Städte oder so, Hügel drin haben. Das kann ich gar nicht haben. Aber wenn es eben so, oh hoppla, das habe ich jetzt total vergessen, dass das ja anders belegt ist, diese Taste. Ich habe zwar auch irgendwie gerade so das dumpfe Gefühl, dass da, ich schaue jetzt währenddessen mal schnell aufs Handy. Oh Gott, meine Kommilitonen drehen gerade völlig am Rad. Wow, die peilen schon wieder nicht, wie wir in die Übungsgruppen eingeteilt werden. Schön, das haben wir jetzt ja zum Glück nicht irgendwie schon zehnmal, okay, zehnmal nicht, aber dreimal hinter uns gehabt. Ne, viermal. Allein dreimal im letzten Semester. Das ist echt faszinierend. Meine Güte. Ja. Naja, gut. Während wir jetzt hier eh die kleinen Hügel reinbauen, ist die Wahrscheinlichkeit eh relativ hoch, dass das alles noch schnell noch grün wird. Wir müssen halt immer nur schlafen, weil das Schlafen ist wichtig dafür, weil das Gras wächst nur, wenn die Sonne scheint. Das muss man wissen, sonst, ja, kann man lang warten, bis Gras scheint. Also es braucht eine gewisse Helligkeit, damit das wächst. Entweder durch Fackeln oder eben durch Sonne. Und wenn man diese wichtigen Grundregeln nicht einhält, also zum Beispiel keine Sonne reinmacht, ja, dann ist das schon mal, ja, blöd. Deswegen kann man auch mit Fackeln Bäume schneller zum Wachsen bringen, tatsächlich, in Minecraft. Weil Fackeln halt das Lichtlevel anheben. Das einzige Wichtige ist, dass die Fackeln nicht zu nah am Baum stehen, den man hochzüchten will. Weil wenn die Fackeln zu nah am Baum stehen, dann wächst er nicht, weil die Fackeln dran stehen. Das ist das zweite Problem dran. So. Also hier. Was ich jetzt von diesem Hügel halten soll, weiß ich noch nicht. Das muss ich erst sehen, wenn er grün ist. Weil im Hügelbau bin ich ganz schlecht. Dass das gleichmäßig aussieht.
Selbst wenn ich einfach nur den tatsächlich drunter liegenden Hügel 1 zu 1 kopiere und oben wieder drauf setze, selbst dann sieht das wieder blöd aus, wenn ich das mache. Und ich bemühe mich hier auch die meiner Meinung nach dümmsten Strukturen drauf zu setzen, wie zum Beispiel solche Mini-Erd-Dirt-Dingsen. Das sind die, wenn ich in eine Landschaft komme, so grundsätzlich erstmal abhaue vom Hügel, weil die hässlich sind. Also sie spawnen halt natürlich. Und wenn ich einfach das Ziel habe, natürlich zu bauen, dann lasse ich die dann, also dann baue ich die wieder hin. Das ist echt faszinierend. Dann bauen wir hier noch den Hügelschnitz, den Grundsatz zu Ende. Und dann sehen wir eh schon, dass ich die Wege überhaupt nicht nutze, wenn ich zum Beispiel jetzt zu unserem Haus ins Bett gehen will. Ja, das ist hervorragend. Ich meine, wofür haben wir denn die Wege? Okay, hier ist noch kein wirklicher Weg, den man nutzen könnte, weil der Weg das noch nicht aushält. Aber naja, wofür habe ich denn einen Weg, wenn ich ihn nicht nutze? Und ich nutze ihn offensichtlich nicht. Dann frage ich mich jetzt im Gegenzug, wofür habe ich den Weg gebaut? Ist jetzt natürlich eine etwas blöde Frage, weil der Weg aktuell noch überhaupt keinen Sinn ergibt, weil hier ja alles so drin ist, dass die Wege noch keinen wirklichen Sinn ergeben, aber später dann hier, weil dann hier durchrennen kann, so ja, dann kommen hier überall noch ein paar Bäumchen hin. Da ist das alles so zugewachsen und zu verhügelt, dass man überhaupt nicht mehr auf die Idee kommt, vom Weg abzuweichen, sag ich mal. Und das ist so ein bisschen das Ziel dahinter. Dass ich persönlich da verfolge. Ach nee, was ist. Hier brauche ich jetzt keine zusätzlichen Blöcke noch drauf. Das wird dann, wenn Bäume drauf sind, sowieso noch wild genug hier aussehen. Hier muss aber eigentlich der Vollständigkeit halber muss an diese Stelle, wo ich jetzt stehe, also da vorne noch, eigentlich auf jeden Fall noch einen Hügel hin. Nur wie ist jetzt die Frage? Sonst würde das nämlich überhaupt nicht erklären, warum der Weg hier so völlig anders geht. Also warum halt der Weg hier so einen Schlenker nach hinten macht, wenn hier kein Hügel ist, sag ich mal. Aber da können wir ja auch ein bisschen tricksen. Sage ich jetzt mal. Den Hügel quasi ein bisschen so anlegen, dass sie ein bisschen umschließt und dass hier quasi eine schöne Sackgasse wäre, wenn man den Weg hier doch bauen würde. Ich finde es eigentlich total interessant. Unter Terraforming versteht man eigentlich, wenn man das so hört, denkt sich jeder so, oh ja, okay, der plättet die Landschaft. Aber das ist ja auch Terraforming. Nur halt entgegengesetzt, dass sie die Landschaft wieder hügelig machen. Oh Gott, ich vergesse. Ah, Mann, ich sollte mir die Taste nicht auf F legen. Ich wollte eigentlich den hier machen. Ja. Und als hier natürlich, solange das Ganze hier noch im
Braunen drin sieht es doof aus. Hier, solange hier der Zaun noch steht, sieht es auch doof aus. Solange halt unterm Zaun nicht grün wird. Haben wir so eine scharfe Kante. Aber naja, gut. Kann ich jetzt auch nicht ändern erstmal. Will ich eigentlich jetzt auch erstmal gar nicht so ändern. Zwingend. Schon wir hier uns nur. Also ich will erstmal, dass diese Doppelkisten dort hier leer werden. Weil den Weg da oben, den mache ich ganz zum Schluss. Das ist wirklich relativ wenig Arbeit, den anzubinden. Wenn auch bei gerne mit dem Dirt da vorne. Aber den Dirt, den wir aktuell noch da drin haben, den will ich hier dann verbauen. Und hier an dieser Seite wird eh kein Weg hochgehen. Dafür habe ich das Gelände nicht angepasst. Sonst würde ich hier nämlich nochmal ordentlich rumwurksen. Und hier ist einfach nur die Grenze zwischen Feld und Berg. Und zwar so angelegt, dass wir halt hier, dass keine Monster drüber kommen. Also ich komme drüber, aber kein Monster wirft die. Komm hoch, ich gehe jetzt mal aufs Feld. Dafür ist die KI nicht ausgelegt von denen. Die machen keine komplizierten Sprünge. Normalerweise zumindest nicht. Das finde ich auch gut. Den kann man zum Beispiel beim Jump'n'Run ganz gut aus Tierstellen raus. Gut, aktuell übrigt sich das Thema Tierstelle ja noch, weil Tiere nicht sesshaft sind, sondern die spawnen immer mal wieder. Und dementsprechend Tierstelle sich nicht lohnen, außer vielleicht für Hunde. Die allerdings dann rumsitzen. Was jetzt im Falle Tierstall auch irgendwie komisch ist. Also normalerweise müssten ja Hunde rumlaufen. Aber wenn sie rumlaufen, dann laufen sie dir hinterher, beziehungsweise teleportieren sich dir hinterher. Und das ist dann auch nicht der Sinn eines Stalls, sage ich jetzt mal, ne? Das ist dann auch wieder unlogisch. War wohl dann ein Stall, wenn sich dann die Hunde hinter dir her teleportieren. Na, das kannst du auch nicht bringen. Deswegen, Tierstelle kommen erst deutlich später in die Spielmechanik sinnvoll hinzu. Was aber auch gut ist. Da ist dann halt wirklich so eine Sesshaftwerdung im Spiel implementiert. Vorher konnte man natürlich so eine Pseudo-Tierstelle machen, indem man halt einfach eine Grünfläche hatte und rundherum nichts. Und die Grünfläche war auch beleuchtet, das heißt, das sind da auch nachts freundliche Kreaturen gespawnt. Habe ich ja quasi oben in meiner Burg drinnen, wo alles ausgeleuchtet ist. Da spawnen ja auch Schafe und Kühe und sowas. Beziehungsweise sind gespawnt, aktuell bin ich da oben ja nicht. Und mit dieser Mechanik kann man natürlich schon so quasi so Pseudo-Ställe bauen. Aber naja, ist jetzt nichts im Vergleich zu einem richtigen Stall, sag ich jetzt mal. Und hier ist also quasi der Weg. Geht dann hier entlang. Und das hier muss jetzt natürlich alles grün wirken. Und hier geht es dann noch ein bisschen hoch. Ja, wird alles dann noch gemacht. Das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob ich mich hier AFK hinstellen soll. Und einfach warten, bis es hier eingrünt. Weil das dauert noch wirklich Ewigkeiten, bis es hier grün wird. Und da vorne will ich jetzt den Berg ehrlich gesagt auch nicht großartig erstmal anfangen. Weil das Ewigkeiten dauern wird. Bis das fertig ist. Innen drin pflügen will ich jetzt auch nicht mehr anfangen. Das dauert auch Ewigkeiten. Das ist wieder eine ganze Aufnahmesession für sich hier drin zu pflügen. Und das will ich jetzt nicht definitiv auch noch dranhängen.
Deswegen war es eigentlich, glaube ich, das Sinnvollste, wenn ich das erste Mal bei dem belasse, was ich jetzt mache, beziehungsweise gemacht habe, und mich einfach AFK ins Haus reinstelle. Das Spiel einfach minimiert weiterlaufen lasse. Dann vielleicht noch hier vorne, wenn das alles fertig ist. Wiederkomme und das noch schnell entferne. Na gut. Von dem her, ich bin jetzt auf E, wie man sieht, das Spiel läuft im Hintergrund weiter. Anders wäre es bei IST. Da friert es ein, aber wenn ich einfach nur im Inventar bin, läuft das Spiel weiter. Deswegen, bis zur nächsten Aufnahmesession. Ich lasse das Gras hier noch schnell wachsen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.